Gut, dann zeichnen wir mal auf und wir beginnen erstmal ganz kurz mit einem kleinen Hinweis. Was ist denn dieses Hermann-Hollerith-Zentrum? Das Hermann-Hollerith-Zentrum ist das kooperative Lehr- und Forschungszentrum der Hochschule Reutlingen in Böblingen. So, das ist schon mal sehr ungewöhnlich, ne? Von der Hochschule Reutlingen. Wir sitzen in Böblingen. Das hat aber ganz besondere Gründe, denn wir sind aktiv im Bereich der digitalen Transformation und des Digital Business. Und Böblingen bietet dafür einen hervorragenden Raum oder einen Space, in dem Digital Business hier betrieben wird. Wir haben große Firmen hier, die in der digitalen Transformation sind. Wir haben große IT-Firmen hier. Wir haben aber auch viele kleine und mittelständische Unternehmen. Also ein tolles Umfeld für Digital Business und digitale Transformation. Und das Gebäude, in dem wir sitzen, das sieht man hier auf dieser Seite einfach mal. Ein großes, modernes Gebäude, große Fenster, weiß gestrichen alles, also topmodern auch eingerichtet. Und genauso machen wir dann auch die Vorlesungen, also moderne Vorlesungen hier, wo Studierende und Professoren sehr nah miteinander interagieren können. Ja, wir beschäftigen uns mit der digitalen Transformation oder quasi mit dem Bereich des Digital Business. Und der ist geprägt, und das soll diese Grafik hier mal zeigen, durch die Veränderung der Produktionsmittel. Also 1700, 1800 war die Dampfmaschine das vorherrschende Produktionsmittel. Dann kam die Elektrizität auf, sodass quasi die Produktion auf elektrische Maschinen umgestellt wurde. Und seit den 80er Jahren beobachten wir ein verstärktes Aufkommen von Computersystemen bis hin zu Smartphones, anderen elektronischen Geräten, Internet of Things. Das heißt also, was wir hier sehen, ist, dass der Computer die bisherigen Produktionsmittel als neues primäres Produktionsmittel ablöst. Das bedeutet also, dass die Wertschöpfung auch durch den Computer und durch Software erbracht wird und die eigentlichen, ja, technischen Geräte oder die physikalischen Produkte so in den Hintergrund treten und zum Träger der digitalen Services werden. Also Wertschöpfung durch digitale Services, softwarebasiert, das ist für uns der zentrale Punkt, den wir hier erforschen und den wir auch lehren. Ja, und das Ganze sieht bei uns so aus. Erstmal auf den ersten Blick herrlich undigital. Aber wenn Sie mal genauer reinschauen hier, diese ganzen fröhlichen Leute, also unsere Studierenden, dann sehen Sie überall quasi Computer. Also Laptops, die Leute arbeiten mit Smartphones, mit Tablets und so weiter. Das heißt also, digitale Transformation ist nicht Fernunterricht, sondern digitale Transformation ist sehr viel Kommunikation und eine massive Unterstützung der Lehre durch Informationstechnologie. Wir predigen also nicht nur quasi das Nutzen von IT in Geschäftssystemen, sondern wir sind selber auch ein Lehrbusiness sozusagen und nehmen also diese IT-Komponenten auch in unserer Lehre sehr stark auf. Ja, und das sieht man auch hier zum Beispiel in den Laboren. Das sieht dann also zum Beispiel auch so aus. Ne, das sind völlig untypische Räume eigentlich für Vorlesungen und darin arbeiten auch unsere Studierenden. Und um das Bild noch mal ein bisschen mit mehr, sagen wir mal, mit einem konkreten Beispiel zu belegen, haben wir eine Reihe von Studierenden hier bei uns und die sitzen in den verschiedenen Räumen und können Ihnen jetzt mal in sehr kurzer Runde dann die verschiedenen Räume auch einfach vorstellen. Und das zu ermöglichen, gebe ich mal meinen Bildschirm hier auch dafür wieder frei. So, genau, dann würde ich jetzt mal reden. Mein Name ist Sedat Yaşar. Ich studiere Digital Business Engineering im zweiten Semester des Masters und befinde mich momentan im KI Lab. Das KI Lab sieht ungefähr so aus. Also man sieht dann da auch große Bildschirme. In dem Raum selber sind sehr, sehr viele Sensoren, mit denen wir dann auch arbeiten. Dann würde ich auch weitergeben. Genau, schönen Abend zusammen. Mein Name ist Furkan Eser und ich studiere ebenfalls Digital Business Engineering im ersten Semester, ebenfalls im Master. Und ich befinde mich im Gruppenraum. In diesem Raum sitzen wir alle zusammen mit den Studierenden, wenn wir Projektaufgaben gemeinsam lösen. Und dann finden wir uns quasi gemeinsam auf tolle Ideen. Und ihr seht, das ist ja auch relativ angenehm, also mit Studierenden zu sitzen. Genau, und dann würde ich auch das Wort weiter übergeben. Vielen Dank. Ja, hi, ich bin der Jonathan Meyer. Ich bin ebenfalls wie der Sedat im DBE zweites Semester und ich sitze aktuell im Smart Lab, damit ihr mal einen Eindruck bekommt. Das sieht hier ungefähr so aus. Sieht gerade ein bisschen aus wie ein Supermarkt, weil da für ein Projekt eben auch noch ebenfalls was eingerichtet ist und hinten sieht man noch jede Menge Technik. Da werden auch sämtliche Projekte umgesetzt.
und da ist eigentlich auch immer was am Laufen. Und dann übergebe ich noch an die Sonja. Genau, auch hallo von mir. Mein Name ist Sonja Zaher. Ich befinde mich auch im zweiten Semester DBE und ich befinde mich im Moment im Vorlesungsraum. Der sieht so aus. Da haben wir ganz viel Platz für viele Studierende. Und dann würde ich auch das Wort schon wieder an Herr Decker übergeben. Ja, besten Dank für den kleinen Einblick. Und ich denke mal, etwas, was noch das HAZ auszeichnet, das möchte ich hier noch mal ganz kurz erwähnen. Demzufolge sehen Sie jetzt gleich wieder meine Folien. Nämlich, ja, es ist eigentlich üblich in Unternehmen, den Mitarbeitern entsprechende freie Getränke zur Verfügung zu stellen. Und freier Kaffee ist etwas, was es bei uns am HAZ für alle Studierenden gibt. Das Einzige, was Sie erfüllen müssen, ist, Sie müssen ihn selber kochen. Das heißt, also gibt es eine kleine Anleitung dazu, wie man eine Filtermaschine bedient. Wenn Sie das hinkriegen, dann können Sie so viel Kaffee trinken, wie Sie möchten. Okay, so, das HAZ machen wir natürlich nicht allein. Es ist ein kooperativer Lehr- und Forschungsverbund. Es gibt also Universitäten, die das gegründet haben, also die Hochschule Reutlingen mit Esslingen und der Uni Stuttgart zusammen. Und dann gibt es noch eine ganze Menge Firmen. Und diese Firmen ist so ein bisschen das Who's Who hier in der Umgebung und soll auch zeigen, dass hier ein sehr hohes Interesse von Firmen besteht an unseren Absolventen. Ja, ganz kurz ein bisschen zur Struktur, wie sich die verschiedenen Programme, die Sie heute sehen, hier einordnen. Wir haben also auf der einen Seite haben wir die Lehre im Bereich Digital Business. Da sind die ganzen Bachelor- und Masterprogramme untergebracht. Und dann haben wir natürlich die Professoren mit ihren Forschungslaboren. Und beides zusammen, das ergänzt sich. Das heißt also, es gibt auch immer wieder einen Transfer von Forschungsfragestellungen in die Lehre und die Einbeziehung von Forschung in die Lehre, beziehungsweise auch umgekehrt. Lehre findet zum Beispiel auch in den Laboren statt. Und wer den akademischen Weg nach der Bachelor- oder Masterstudium dann weitergehen möchte, für den bietet natürlich auch noch das Promotionsprogramm bzw. Promotionskolleg auch die Möglichkeit, dann hier im Rahmen von unserer Einrichtung zu promovieren. Um mal die Programme, die Sie hier heute hören werden, so ein ganz klein wenig auseinander zu differenzieren, bevor wir da tiefer einsteigen, sei diese Abbildung hier gezeigt. Wir beginnen mit einem kleinen Einstieg in das Bachelor-Programm Digital Business. Das ist ein 7-semestriges Programm, ein ganz normaler Bachelor, der hier angesiedelt ist und der liefert Ihnen einen Einstieg in dieses Metier oder in diesen Spezialbereich Digital Business. Der Bereich Digital Business verortet sich dabei als spezieller Zweig in der Wirtschaftsinformatik. Das heißt also letzten Endes, hier geht es hier um Geschäftsmodelle, deren zentraler Bestandteil Software ist. Und von diesem mit einem Bachelorabschluss können Sie bei uns einfach den Karriereweg weitergehen, und zwar in zwei verschiedene Masterprogramme. Einerseits das Masterprogramm Digital Business Engineering, was einen höheren Informatikanteil enthält, oder in das Weiterbildungsprogramm Digital Business Management, was eher so einen paritätischen Anteil zwischen Informatik und Wirtschaftswissenschaften hat. Darüber hinaus gibt es noch das Programm Professional Software Engineering, PSE. Und das ist ein Programm, was zu 100% Informatikinhalte hat. Und von all diesen Programmen, also Bachelor, den drei Masterprogrammen, Digital Business Management, Digital Business Engineering und Professional Software Engineering, werden Sie heute hören, mit einem kleinen Einblick noch am Ende in das Promotionsprogramm. Okay, so dann lassen Sie uns nochmal starten, gleich in das erste Programm. Da sehen Sie auch schon den kleinen Studiendekan hier, das Programm, also das Bachelor-Programm Digital Business. Ja, ganz kurz, worum geht es dabei? Also so ein bisschen geleitet durch den Ausspruch von Marc Andreessen, in short, software is eating the world. Das ist eine tolle Zusammenfassung von einer aktuellen Entwicklung, die wir zurzeit sehen, nämlich der Entwicklung, dass die Geschäftsmodelle zunehmend digital werden. Das heißt also, dass Software ein zentraler Bestandteil der Wertschöpfung von solchen Geschäftsmodellen ist. Und wenn Sie hier mal schauen, wie dann also Unternehmen in dem Bereich aussehen, dann sehen Sie oftmals solche Bilder hier, also Unternehmen, die neue Produkte, neue Softwareprodukte und auch digitale Services für bestehende physikalische Produkte entwerfen. Und auf der anderen Seite haben wir hier die Hochschule. Das sieht sehr ähnlich aus. Das heißt also quasi an der Hochschule selber führen wir eine ähnliche Ausbildung durch, wie sie dann auch im Unternehmen, im Geschäftsumfeld dann miteinander interagieren. Und was wir sehen von den Unternehmen ist, dass es hier einen steigenden Bedarf an Fachkräften gibt, und zwar an Fachkräften mit Hochschulausbildung im Bereich der Wirtschaftsinformatik. Das heißt also Fachkräfte, die Know-how haben im Bereich Wirtschaft und Software und insbesondere um das Ermöglichen und Gestalten von digitalen Geschäftsmodellen. Ja,
Und das ist jetzt quasi die Textwüste, die einfach mal im Überblick beschreiben soll, wie der Bachelor Digital Business zu verstehen ist. Ich gehe kurz auf drei Worte dabei ein, und zwar drei Wortgruppen: Software als zentraler Baustein, interdisziplinäre Studieninhalte und eine hervorragende Kombination aus Informatik mit den Inhalten der Betriebswirtschaftslehre. Um diese Textwüste mal ein bisschen zu gestalten und grafisch aufzubereiten, sei diese Grafik hier gezeigt. Das ist der Modulplan. Und jetzt können Sie da so ein bisschen reingucken und sehen da sicherlich ein paar ganz interessante Namen. Aber ich möchte gar nicht so auf die Namen eingehen, sondern mehr Ihnen so die Struktur vermitteln. Dann kriegen Sie einen besseren Eindruck, was dieses Programm eigentlich ausmacht. Ausgezeichnet ist dieses Programm dadurch, dass es in einem 7-semestrigen Bachelor eine sehr starke Verbindung von den typischen theoretischen Lehrinhalten mit praxisorientierten Projekten bietet. Und das beginnt also quasi hier unten in den ersten zwei Semestern mit Grundlagen. Jedes Studium beginnt irgendwie mit Grundlagen, nämlich den Grundlagen in der BWL, in der Informatik, Mathematik, Programmierung und Entrepreneurship. Digitale Geschäftsmodelle beispielsweise, das sind ganz stark getrieben von Problemlösungsansätzen, die validiert werden müssen. Also Start-up-Methoden beispielsweise sind ganz wichtige Methoden, die bei solchen digitalen Geschäftsmodellen eine große Rolle spielen. Ja, dann nach diesen Grundlagen geht es weiter mit den hochaktuellen Themen in dem Bereich. Ne? Also sowas wie Big Data, Machine Learning, IoT, um hier mal so ein paar Sachen zu nennen. Aber auch zum Beispiel UX, also User Experience, die Gestaltung von Benutzeroberflächen, die es dann ausmachen, dass insbesondere Kunden dann auch auf so ein softwareintensives Produkt abfahren. Ja, das Ganze ist flankiert mit Projekten und einem Praxissemester zusammen mit Praxispartnern. Und das sieht man hier nochmal sehr schön an dieser Grafik. Das heißt also hier so dieser helle Bereich, das sind so die theoretischen Module. Natürlich sind da Übungen untergebracht. Und da sehen Sie schon, das ist am Anfang recht stark, dieses Programm, was theoretischen Inhalte angeht, wird aber auch immer, wenn die theoretischen Inhalte angeboten werden, mit Praxisprojekten kombiniert. Das heißt also, wo man die Theorie gleichzeitig lernen und sie gleich, nicht nur später, sondern sofort im selben Semester in praxisrelevante Aufgabenstellungen umsetzt. Und je weiter man mit dem Studium fortgeschritten ist, desto größer wird der Praxisanteil, weil Sie sind ja durch die Ausbildung im Studium dann auch befähigt, komplexere Praxisprojekte anzugehen, und genau diesem Umstand trägt dieses Design halt entsprechend Rechnung. Ja. Am Ende des Studiengangs können Sie sich dann noch spezialisieren durch die Wahlfächer. Sie haben die Auswahl von drei Wahlfächern, wo es einen großen Wahlfachkatalog gibt, aus dem Sie dann diese drei Wahlfächer zusammensetzen können. Bachelor-Thesis und Kolloquium schließen dann das Studium ab. Die Praxisphase hier, nochmal in der Mitte, nochmal besonders darauf zurückzukommen, ist ein Semester, wo Sie vollständig in einem Unternehmen arbeiten. Sie sind also auch, haben auch eine Ausbildung, mit der Sie ein wertvoller Mitarbeiter eines solchen Unternehmens sind. Und die Erfahrung zeigt, dass genau dieser Kontakt, der da entsteht, dass der dann über den restlichen Verlauf des Studiums erhalten bleibt. Somit erleben wir es, dass unsere Studierenden dann Fragestellungen aus dem Unternehmen, beispielsweise in der Bachelor-Thesis, wieder aufnehmen. Und nach der Bachelor-Thesis fangen unsere Studierenden dann zum Beispiel auch an, in dem Unternehmen, was sie mal in der Praxisphase kennengelernt haben, dann auch weiterzuarbeiten. Also ein schöner quasi Karriereweg vom Beginn eines Studiums bis hin zur Beschäftigung in einem Unternehmen. Ja, ganz kurz zusammengefasst, was bedeutet es hier bei uns, den Bachelor Digital Business zu studieren? Sie sind in einem hochinnovativen Kernbereich der Wirtschaftsinformatik unterwegs, hier am Hermann-Holleritz-Zentrum, das Lehr- und Forschungszentrum der Hochschule Reutlingen, aber situiert in Böblingen. Nach 7 Semestern und 210 ECTS und einem Praxissemester sind Sie vollständig ausgebildet in Form einer projektorientierten Ausbildung, wo Sie Fragestellungen aus dem Unternehmen bereits im Studium bearbeiten. Und Sie können die Infrastruktur, die Sie vorher gesehen haben, also Räume und Labors, hier nutzen. Vielleicht ein besonderer Anreiz: alle unsere Studierenden hier am Campus in Böblingen erhalten ein VVS-Ticket. Das heißt also, in Böblingen, Stuttgart und Umgebung, da wo der VVS fährt, können Sie dann mit Ihrem Studierendenausweis fahren. Okay, so, damit würde ich gleich übergehen zu einem der nächsten Studiengänge, weil es schließt sich eigentlich hervorragend an meine Aussage, die ich eben gerade getroffen habe, dass unsere Studierenden Unternehmen kennenlernen, Bachelor-Thesis dann in dem Unternehmen oder in Kooperation mit dem Unternehmen machen und dann in dem Unternehmen arbeiten. Das heißt also, Sie sind dann normaler Arbeitnehmer. Aber Sie haben vielleicht Lust, Ihre Ausbildung noch zu komplettieren mit einem Master.
Und genau diese Kombination, einerseits im Beruf zu arbeiten und auf der anderen Seite eine Masterausbildung zu machen in der Hochschule, das wollen wir mit den folgenden zwei Studiengängen unterstützen. Den ersten Studiengang, den ich hierbei vorstellen möchte, ist der Studiengang Digital Business Engineering. Und der zweite Studiengang, der wird dann von meinem Kollegen, Simon Rossmann, vorgestellt, ist dann Digital Business Management. So, lassen Sie uns mal ganz kurz reingucken, was eigentlich Digital Business Engineering macht. Ja, und zwar nutzen wir da gerade mal eine der Entrepreneurship-Methoden, nämlich ein sogenanntes Vision Board, um den Studiengang auf eine völlig andere Art zu beschreiben, als Sie das vielleicht kennen von klassischer Beschreibung von Studiengängen. Und hier dieses Vision Board drückt in einer Seite mal kompakt aus, was der Studiengang ist, was es eigentlich für ein Angebot ist und welchen Wert Sie aus diesem Studiengang ziehen. Und wir können ganz kurz durchgehen. Der Studiengang ist ein Studiengang mit einem interdisziplinären Ansatz, wo wir halt die ingenieurswissenschaftlichen Methoden für die IT-basierte Wertschöpfung von Geschäftsmodellen untersuchen. Das heißt, wir gucken uns an, ja, wie baut man eigentlich genau solche digitalen Services, die die Wertschöpfung in solchen digitalen Geschäftsmodellen eigentlich darstellen. Das heißt also genau diese informationsverarbeitenden Prozesse, die wollen wir uns, mit denen wollen wir uns da beschäftigen und sie als primäre Produktionsinstrumente in geschäftsrelevanten Strategien implementieren. Das ermöglicht man erstmal Prozesse, die nur durch IT erst möglich werden. Ja. Wir suchen dafür innovationsorientierte Studierende, vorzugsweise natürlich mit einem tollen Bachelor in Digital Business, aber andere Bachelorstudiengänge sind ebenfalls dafür geeignet, wenn Sie Lust und Hunger darauf verspüren, Ihre IT-Kompetenz noch zu vertiefen, dann sind Sie hier genau richtig. Das heißt also innovationsorientierte Studierende mit dem Interesse an einem eher tieferen Informatik-Know-how, die insbesondere die Digitalisierung von Unternehmen gestalten wollen. Ja. Und damit haben Sie dann als Produkt genau die Ausbildung von uns erhalten, die digitale Unternehmen im Kontext von schnell veränderlichen Technologien brauchen, um neuartige und wettbewerbsfähige Geschäftsmodelle zu ermöglichen. Dieses tolle Ziel erreichen Sie, diesen Master of Science als Abschluss innerhalb von nur 3 Semestern, wobei Sie in jedem Sommer- und Wintersemester starten können. Wenn Sie einen Bachelor haben mit 210 ECTS, also zum Beispiel einen solchen Bachelor wie Digital Business, und die Blockorientierung des Studiums macht es möglich, dass Sie berufsbegleitend studieren können. Das heißt also, wir organisieren die Vorlesungen nicht im wöchentlichen Turnus, sondern wir organisieren die Vorlesungen in Blöcke. Das heißt, es sind dann mehrere Tage bei uns, aber nur wenige Tage. Und in diesen wenigen Tagen wird so ein komplettes Modul, was Sie hier zum Beispiel sehen, dann mit Ihnen durchdiskutiert. Die Modulreihenfolge ist dabei frei. Und wie Sie hier schon an diesen Begrifflichkeiten sehen, moderne Technologien wie Artificial Intelligence, Digital Business, Software Management, Service Engineering und so weiter, das sind bei uns alles Pflichtmodule. Das heißt also, die sind im Studiengang verankert. Das ist genau dieses Bauen von Digital Service kann man hier sehr gut erkennen. Darüber hinaus gibt es noch eine Reihe von entsprechenden Wahlfächern, aus denen Sie wählen können. Und Sie haben auch die Möglichkeit, Wahlfächer von der Uni Stuttgart zu wählen, weil wir mit denen halt kooperieren, wie auch die Wahlfächer von der Fakultät Informatik. Das heißt also, hier stehen Ihnen gigantische Möglichkeiten zur Verfügung, Ihr Studium nochmal zu spezialisieren. Insgesamt sind es 2 Wahlfächer, die Sie belegen müssen. Und da können Sie aus diesem riesigen Katalog unterschiedlicher Kompetenzen und verschiedene Hochschulformen entsprechend wählen. Was vielleicht noch wichtig zu erwähnen ist, wir sehen ja, dass unsere Studierenden ein hohes Interesse an Software-Services oder an digitalen Services haben. Wir sehen auch, dass unsere Studierenden einen sehr breiten Hintergrund haben. Und um das ein bisschen zu fördern, dass sie also quasi in diese Welt besser reinkommen, bieten wir allen Erstsemestern einen Udemy-Kurs an. Das heißt, wir bezahlen den Udemy-Kurs im Bereich Data Science und Python. Und damit lernen Sie die Programmiersprache Python, erstellen erste Machine Learning-Modelle inklusive Deep Learning und erhalten dann von Udemy eine Bescheinigung, dass Sie diesen Kurs gemacht haben. Die Inhalte, die da vermittelt werden, die können Sie halt verwenden in zum Beispiel den Modulen Distributed Systems, Artificial Intelligence, IoT oder auch in Ihrer Masterthesis. Weil mehr und mehr von digitalen Services ja Machine Learning basiert sind. Zusätzlich gibt es noch eine ganze Menge von Tutorials und Unterstützungen dabei. Das heißt also, insbesondere unsere Studierenden haben sich sehr viel Mühe gegeben, die Inhalte von Vorlesungen nochmal für andere Studierende kompakt aufzubereiten. Und dass das ein Erfolgsmodell ist, das sieht man hier nochmal an der kleinen Statistik. Das heißt, hier wird mal kurz gezeigt, wie die
wie die Beschäftigungsverhältnisse unserer Studierenden sind. Und da sehen Sie, dass eigentlich das große Studierende in ein oder anderem Anstellungsverhältnis ist, also Festanstellung mit 100% Vertrag, Festanstellung mit reduziertem Vertrag, Werkstudententätigkeit. Und es gibt natürlich noch eine ganze Menge von Studierenden, die unser Studium halt nutzen als Sprungbrett in Unternehmen. Und das unterstützen wir natürlich auch sehr gerne. Ja. Hier nochmal ganz kurz die Kombination, wie das Studium mit Berufstätigkeit vereinbar ist. Und zwar erreichen wir das durch Flexibilisierung. Das heißt also, Sie müssen nicht nach dem Modulplan, den Sie vorhin gesehen haben, studieren, sondern können die Module frei wählen. Und das ermöglichen wir dadurch, dass wir halt die Module in jedem Fachsemester anbieten. Das heißt also, wenn Sie dieses Semester ein Modul nicht hören wollen, dann können Sie es einfach im nächsten Semester hören. Sie haben bis zu 6 Semestern Zeit, das Studium zu abzuschließen, weil eine Planänderung, berufliche Situation, private Situation können so einem Studium, insbesondere als berufsbegleitendes Studium, mal im Wege stehen. Und insofern geben wir 6 Semester Zeit. Und die Fragestellungen aus den Unternehmen können zum Beispiel in Projekten, wo sie das mit Teams anderer Studierenden bearbeiten oder in der Masterthesis integriert werden. Das heißt, Studium und Berufstätigkeit verschmelzen darin. Und sehr viele unserer Prüfungen sind teamorientiert angelegt. Das ist eigentlich auch so der Arbeitsmodus aus Unternehmen heraus. Ne? Insofern bringen wir Studium und Berufstätigkeit sehr gut miteinander zusammen. Und wir bieten aktuell Corona, führt auch dazu, dass wir diese Lehrinhalte, die wir haben, natürlich auf unterschiedlichen Formaten anbieten. Ne? Das heißt also in Präsenz, Hybrid oder online. Okay, gut. Ich denke mal, zum Abschluss kann man noch sagen, was ist der Wert? Da einfach nochmal 2 Aussagen von unseren Studierenden. Was ich, denke ich mal, als die coole Aussage finde, ist vor allen Dingen, dass unsere Studierenden auf einem Alumni-Treffen mal gesagt haben, die Wahlfächer insbesondere, die behandeln zukunftsrelevante Themen. Das kommt alles im Business. Das heißt, mit anderen Worten, durch dieses Studium sind sie perfekt aufgestellt für ihre weitere Karriere im Bereich der softwareintensiven digitalen Produkte und Services. Ja. Die Zusammenfassung spare ich mir. Das Wichtigste ist auch hier, VVS-Ticket ist enthalten. Das gilt für alle Studierenden hier am Campus in Böblingen. Okay, gut. Damit bin ich auch hier soweit fertig. Wir können nachher noch in einer Q&A-Runde am Ende der Vorstellung von allen Programmen dann nochmal direkt miteinander diskutieren. Okay, damit möchte ich übergeben an den Alex Rossmann. Ja, lieben Dank, Christian. Hallo zusammen auch von meiner Seite. Mein Name ist Alexander Rossmann. Ich bin der Sprecher des Hermann-Hollerith-Zentrums, gleichzeitig auch Professor an der Hochschule Reutlingen. Werde auch, wenn Sie sich für eines der Programme interessieren, die bisher vorgestellt wurden, Ihnen da auch irgendwie über den Weg laufen. Bin aber gleichzeitig auch Studiendekan für unsere weiterbildenden Programme. Da muss man jetzt nochmal einen harten Break eigentlich machen. Ne? Das heißt, was wir bisher gehört haben, das waren öffentliche Studienprogramme. Das heißt, bei diesen Programmen gilt die Bewerbungsfrist, die Sie kennen. Ne? Das heißt, zum Sommersemester 15. Januar, zum Wintersemester dann der 15.7. Jetzt wechseln wir in die Programme, die die Hochschule Reutlingen anbietet, in Zusammenarbeit mit der Knowledge Foundation. Hier geht es um berufsintegrierte Programme. Das heißt, es ist hier zwingende Voraussetzung bei diesen Programmen, dass Sie ein Unternehmen mit an Bord haben, das dann auch diese Weiterbildung dann finanziert, dieses Masterprogramm finanziert. Das sind auch Programme, die Studiengebühren nach sich ziehen. Zum anderen müssen Sie bei diesen Programmen auch keine öffentlichen Bewerbungsfristen abwarten. Hier ist es quasi jederzeit möglich, sich zu bewerben und in diese Programme dann jeweils dann einzusteigen. Na, das erste Programm, das ich Ihnen zeigen möchte, ist unser Masterprogramm Digital Business Management. Jetzt kannst du gleich mal weiterblättern, Christian, dann schauen wir hier nochmal rein. Das kennen Sie schon. Was vielleicht da nochmal eine neue Information ist, das Hermann-Hollerith-Zentrum hier mit ein paar Bildern nochmal ausgeschildert, ist auch Partner des Landes Baden-Württemberg. Wir haben hier das sogenannte Zentrum Digitalisierung in Böblingen im Haus. Das ist einer von 10 Digital Hubs des Landes Baden-Württemberg. Auch das KI-Lab der Region Stuttgart. Wir haben es ganz am Anfang kurz gesehen. Das heißt, wir kooperieren hier ganz intensiv mit der Unternehmenspraxis. Und natürlich haben diese Unternehmenspartner auch alle Bedarf nach Masterstudierenden und bieten entsprechende duale Stellen an. Zum Beispiel IBM macht das schon jahrelang mit dem Master at IBM-Programm. Bosch, Daimler, CGI, auch Porsche. Das heißt, wenn Sie
daran interessiert sind, können sich gern bei uns melden. Beziehungsweise, wenn Sie schon ein Unternehmen haben und Sie wissen, da wird so ein berufsintegrierter dualer Master studiert, dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie schon mit Ihrem Unternehmenspartner hier mit dabei sind und gemeinsam mit dem Unternehmen in dieses Programm einsteigen. Ne? Gehen wir nochmal eine Slide weiter. Da haben wir dann so die ersten Informationen, worum geht es bei Digital Business Management. Das hat der Christian Decker ja schon wunderbar erklärt. Ja. Wir haben heute einfach eine große gesellschaftliche Veränderung. Die digitale Transformation, Technologie verändert die Art und Weise, wie wir leben, wie die Gesellschaft funktioniert und natürlich auch Unternehmen. Und da gibt es so gemeinhin drei Ansatzpunkte, die man definieren kann, wenn man eine Digitalstrategie entwickelt. Das ist einmal die Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle, hier ganz oben skizziert. Zum anderen muss man nicht unbedingt ein digitales Geschäftsmodell haben. Man hat aber trotzdem Kunden und die haben eine Kundenerfahrung, die sogenannte Consumer Experience. Hier links unten, das kennt man so aus dem Thema Suchmaschinen, Social Media, E-Commerce, Online-Shops. Das heißt, ich muss natürlich ein Stück weit auch in der Lage sein, diese Kontaktpunkte zum Kunden zu gestalten. Und rechts unten haben wir den dritten großen Bereich Core Operations, das heißt unternehmensinterne Prozesse, die sich potenziell digitalisieren, automatisieren lassen. Insofern kann man mit einem weiteren Klick eigentlich schon eine schöne Definition mitnehmen aus der Veranstaltung heute. Was ist überhaupt Digital Business? Und die Definition, die wir hier vertreten, ist, dass wir von Digital Business sprechen, wenn wir über die Anwendung digitaler Technologien zur Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle, der Gestaltung einer überzeugenden Kundenerfahrung und oder eben die Optimierung unternehmensinterner Entscheidungen und Prozesse sprechen. Und das haben wir eigentlich bei allen Unternehmen aus allen Branchen. Wir kooperieren ja auch in der Forschung sehr stark mit auch der Automotive-Industrie hier vor Ort zum Beispiel. Themen wie Connected Car, vernetzte Fahrzeuge, die Tatsache, dass Fahrzeuge in Zukunft autonom fahren, dass wir dann ganz neue Services im Fahrzeug haben, dass die Hardware an sich vielleicht nicht mehr das Wertschöpfende an der Mobilität ist, sondern eben die Softwarekomponenten und die Services, die auf diese Software aufbauen. Das spiegelt sich dann eben in neuen Möglichkeiten, in neuen Geschäftsmodellen, natürlich in einer ganz anderen Art und Weise, wie dann der Nutzer des Fahrzeugs mit dem Fahrzeug interagiert. Und dafür muss man auch jede Menge interne Prozesse dann auf den Prüfstand stellen und auch neu entwickeln. Und genau darum geht es bei Digital Business Management. Gehen wir weiter auf die nächste Slide. Da sehen wir so ein paar Fakten. Wir haben ja hier im Prinzip nochmal auf Masterebene die Möglichkeit, auch für Leute, die einen betriebswirtschaftlichen Background haben oder eher aus dem Wirtschaftsingenieurwesen kommen, dann in die Informatik einzusteigen mit 50% Business und 50% IT-Anteilen. Wie der Name schon sagt, geht es hier schon stärker um das Management, um auch Strategieentwicklung, Change Management im Unternehmen, aber eben auf einer fundierten IT-Basis. Und das ist was, was eben viele feststellen, so nach einem Bachelor-Programm, wo man vielleicht nicht so viel Informatik hatte, dass es gut wäre, dann nochmal aufzusatteln, nochmal tiefer einzusteigen in dieses ganze Thema. Das Programm läuft über 4 Semester und hat nur 90 ECTS. Hört sich jetzt komisch an, weil man ja irgendwie länger studiert. Das hängt eben damit zusammen, dass die Leute, die dieses Programm machen, tatsächlich eben voll in Unternehmen eingebunden sind und da auch tatsächlich dann eben einen Job haben, der eben 70-80% einer Vollzeitbeschäftigung entspricht. Das heißt, man muss sehr gut die Sachen im Studium dann in Verbindung bringen mit der betrieblichen Praxis. Das ist auch was, worauf wir sehr achten bei den Interviews rund um die Zulassung zum Programm. Da geht es stark um die persönliche Eignung, um auch den Fit mit dem Unternehmen, in dem man arbeitet. Ja. Und entsprechend ist die Zulassung hier ein bisschen anders. Die Zulassung kann hier jederzeit erfolgen. Sie könnten theoretisch morgen auf mich zukommen und sagen, ich will dann nächstes Jahr anfangen. Und wir haben tatsächlich auch schon Bewerber, die sich jetzt für Interviews angemeldet haben, wo wir jetzt schon Zulassungen aussprechen für den nächsten Start des Programms im Oktober 2022. Ja. Die Durchführung dieses Programms funktioniert vollständig blockweise. Das heißt, wir haben dann, wenn man so möchte, die Vorlesungsblöcke nochmal geblockt in einzelne Wochen. Das heißt, man muss sich das praktisch so vorstellen, dass man immer so 5 bis 6 Wochen im Unternehmen ist und danach eine ganze Woche von Montag bis Samstags am HHZ. Danach wieder 5 bis 6 Wochen im Unternehmen und dann kommt man wieder, macht akademischen Urlaub hier bei uns am HHZ und hat eine sehr intensive Woche. Immer mit der gleichen Gruppe, das heißt, es bildet sich auch ein total starkes Netzwerk an Leuten aus sehr unterschiedlichen Unternehmen und damit natürlich auch spannende Erfahrungen, weil man eben auch viel Freizeit miteinander verbringt. Ne?
Wenn wir weitergehen, sollten wir jetzt so langsam aber sicher auch hier auf das Programm gehen. Ne? Gut, das habe ich jetzt ein bisschen animiert. Christian, kannst du noch zwei, dreimal klicken, dann sehen wir alle vier Semester. Genau so sieht es aus. Aus Zeitgründen würde ich jetzt nicht auf jedes einzelne Modul eingehen. Sie sehen, das sieht deutlich kompakter jetzt aus. Wir haben tatsächlich hier sehr große Module. So auf der rechten Seite des Tableaus eher so die Informatikmodule, IT-Management, Software, Softwareentwicklung. Wie steuere ich eigentlich Softwareentwicklungsprojekte? Das Internet der Dinge als wesentliches Paradigma, wenn es darum geht, wie verändert sich eigentlich die Nutzung des Internets vom Internet der Computer zum Internet of Things und im vierten Semester dann die Masterthesis. Und auf der linken Seite sehen wir dann eher so die betriebswirtschaftlichen Themen. Ich muss erstmal die Essentials verstehen, Prozesse gestalten, dann eine Strategie entwickeln für die digitale Transformation und das Ganze dann auch im Unternehmen umsetzen über Change Management, über eine entsprechende Vernetzung. Und auch hier gibt es natürlich Wahlfächer. Wenn du nochmal klickst, sehen wir auch die Wahlfächer unten eingeblendet. Ja? Da kann man dann entscheiden, möchte ich noch mehr Technologie, noch mehr IT über Artificial Intelligence oder Big Data Management Analytics. Und das Tolle ist auch, was wir jetzt neu in dem Programm haben, wir bieten auch eine sogenannte Digital Business Week in Tel Aviv. Die sollte eigentlich schon im Frühjahr 2022 stattfinden. Ja, Sie alle wissen, warum das jetzt gerade schwierig ist, zu reisen und in ferne Länder zu gehen. Ja, wir haben das jetzt mal geplant für den Januar 2023. Haben tolle Kooperationsbeziehungen zu einer erstklassigen Universität in Tel Aviv. Das ist tatsächlich ein Hotspot für das Thema Startups, das größte Startup-Ökosystem Europas und entsprechend viel digitale Innovation. Da wollen wir zwar kein Auslandssemester machen, aber immerhin mal 10 Tage, eine verlängerte Woche in Tel Aviv, inklusive Sightseeing und unterschiedlichen Universitäten. Das ist quasi so unser Beitrag auch zu dem Auslandssemester. Denn allgemein ist es natürlich bei so hochgradig berufsintegrierten Masterprogrammen schwierig, dann auch mal irgendwie für ein ganzes Semester oder so ins Ausland zu gehen. Ne? Gehen wir weiter, da sehen wir noch so ein bisschen die Punkte, für wen ist das Ganze, wer braucht es. Wir haben, wie gesagt, ein sehr breites Portfolio an Leuten, die das machen, Betriebswirtschaftler, die dann mehr IT wollen, auch ITler, die wissen wollen, ja, wie setze ich IT jetzt eigentlich ein? Ja, ich kann vielleicht da viel machen, aber ich habe noch nicht richtig verstanden, wie entwickelt sich daraus eine Digitalstrategie und wie setze ich das im Unternehmen um? Wir haben aber auch Maschinenbauer bei uns, also dann ein sehr heterogenes Publikum. Allgemein kann man mal so formulieren, wenn man nochmal weiterklickt, Anbieter und an Anwender digitaler Technologien. Und wenn du nochmal klickst, dann siehst du auch das finale Zitat, IT- und technologieaffine Gestalter digitaler Business-Innovationen. Darum geht es eigentlich, dass wir da eine gute Gruppe zusammenkriegen. Und das Programm ist auch immer sehr gut ausgebucht mit maximal 20 Leuten, die wir in jede Kohorte hier aufnehmen. Ne? So, die nächste Slide ist, glaube ich, dann auch die letzte. Da kannst du jetzt auch relativ schnell durchklicken. Genau, das ist nochmal wichtig. Ja? So sieht es aus, richtig. Das heißt, ich will vielleicht ein Thema oder zwei highlighten. Einmal die lebenslangen Netzwerke. Die sind tatsächlich, glaube ich, wichtig, dadurch, dass man jetzt 2 Jahre jetzt wirklich mit anderen Leuten zu gleichen Themen arbeitet, die dann von Bosch, Daimler, Hewlett-Packard, IBM, KPMG, Porsche, MHP, Microsoft, also wirklich Top-Unternehmen, da kann man sich wunderbar vernetzen und wir sehen das echt in der Praxis, dass diese Netzwerke auch dann jahrelang noch nach dem Studium gut miteinander in Kontakt stehen und sich über ihre Karriere hinweg austauschen. Und ganz unten, wir haben fast keine Klausuren, wir sind kein Fan von schriftlichen Klausuren, wir versuchen eher Prüfungsformate zu finden. Ich denke, das gilt auch für die anderen Programme, die dann eher praxisnäher sind. Entwicklung von Prototypen, Projektarbeit, Learning by Doing, das ist hier angesagt. Und damit, so neudeutsch würde man sagen, Action Learning. Das heißt, wir versuchen aus der Aktion heraus zu lernen, das auch als Prüfungsformat zu nutzen. Und dafür können wir eben bei diesem Programm auch viele externe Experten einladen. Und Sie finden hier sicherlich nicht nur Professoren der Hochschule Reutlingen, sondern auch viele Executives aus der Unternehmenspraxis, Professoren anderer Hochschulen, die wir hier auch bei uns dann in dieses Programm dazu holen. Das ist so da ein bisschen die Differenzierung. Ne? Neben den ganzen tollen Akkreditierungen, ich glaube, das vergisst man immer so ein wenig, dass die Hochschule Reutlingen gerade in der Informatik natürlich super akkreditiert ist und wirklich Spitzenreferenzen hat, insofern auch der Abschluss dann nachher einfach eine sehr hohe Wertigkeit genießt. Ne? Ja, was sagen die Leute? Da können wir mal weiterklicken. Ja, im Prinzip, das sind so Teilnehmer der ersten Stunde, die dann, wie Sie ja sehen, ja manchmal auch einfliegen. Der Daniel Kranz ganz oben, der ist immer aus Berlin,
eingeflogen und hat hier quasi seine Informatikanteile aufpoliert. Die Nathalie Hassreiter hat eigentlich in München gewohnt und bei uns studiert. Ja. Der Sven Sommer, also wir haben da durchaus auch immer so eine Gruppe, die nicht nur aus dem Großraum Stuttgart, sondern auch bundesweit kommt, hatten sogar schon mal einen Teilnehmer von Shell, der aus Amsterdam eingeflogen ist. Heute ist jemand nachher dabei, wenn wir nochmal einmal weitergehen, der nachher Rede und Antwort steht, das ist der Jonas Schweizer. Jawohl, er ist auch schon da, sehe ich, kam gerade noch rein. Ne? Das heißt, wen das Programm interessiert, wir machen ja nachher noch Breakout-Sessions, auch mit den anderen Studierenden. Manchmal ist ja auch angenehmer, ohne den Professor nochmal Fragen zu stellen. Dann steht der Jonas hier als Ansprechpartner bereit und ist gerade im Programm drin, also kann dann berichten, wie das Ganze so abläuft. Ne? So viel dazu, dann gehen wir auf das nächste Programm. Da sind nochmal meine Kontaktdaten. Professional Software Engineering ist auch ein Weiterbildungsmaster, also genauso wie das, was ich gerade erklärt habe. Da stehen auch Studiengebühren an. Da haben wir auch Unternehmenspartner, momentan sehr stark Daimler, Bosch und CGI. Und hier geht es eben sehr stark um Softwareentwicklung. Und ja, können wir gleich einsteigen, gehen wir nochmal eins weiter. Das hat der Christian Decker ja schon wunderbar erklärt. Ich glaube, die Slide hatten wir so ähnlich auch schon, ne, dass einfach Software einfach eine zunehmende Kernkomponente wird. Das war mal anders. Also vor nochmal so 10 Jahren hat man sich so gefragt, brauchen wir überhaupt noch Softwareentwickler? Ja, aber nicht so viele, ja, weil letzten Endes Software ja aus der Steckdose kommt und standardisiert gut funktioniert. Das hat sich brutal verändert, ja, weil mittlerweile so gut wie jedes Unternehmen erkennt, wir müssen auch selbst Kompetenzen haben im Bereich der Softwareentwicklung. Und da bieten wir jetzt mit einem etwas spezialisierteren Programm 100% Informatik eben aus meiner Sicht absolut ein einzigartiges Programm, das sich speziell um diese Aufgabe der Softwareentwicklung kümmert. Wenn du da mal eins weitergehst, sehen wir auch da so nochmal so ein paar Fragestellungen, die so bei der modernen Softwareentwicklung wichtig sind. Ja. Wir haben einen großen Trend in die Cloud. Was heißt es eigentlich, Cloud-Native-Software zu entwickeln? Wie entwickle ich eigentlich Software noch, während die Anwendung schon läuft? Da sind wir im Bereich DevOps unterwegs. Agile Softwareentwicklungsmethoden. Früher hat man das sehr stringent so wasserfallmäßig gemacht. Heute spielt der Kunde da eine wahnsinnig große Rolle. Man versucht dann auch immer wieder auch das Feedback der Nutzer einzubeziehen, damit auch eine Software entsteht, die dann auch genutzt wird. Und Daten spielen eine große Rolle und so weiter. Das heißt, da brauche ich jetzt auch nicht auf jedes Thema eingehen, aber ich denke, da haben wir einen sehr modernen Ansatz gewählt, der sich, wie auf der nächsten Slide zu sehen ist, dann auch differenziert durch ähnliche Dinge, die ich vorher auch schon erzählt habe. Auch hier haben wir 4 Semester, 90 ECTS. Und die gleichen Prozesse, die wir vorher bei Digital Business Management gesehen haben, man kann sich jederzeit dann bei uns melden. Es finden jederzeit Interviews statt und wir bauen die Gruppe kontinuierlich über das Jahr hinweg dann auf. Vielleicht sehen wir auf der nächsten Slide noch so einen kleinen Snapshot in die Architektur des Programms. Auch hier 4 Semester, größere Module im ersten Semester so. Ein paar Basic-Themen, die erforderlich sind. Und dann würde ich mal so vor allem das Thema Backend- und Frontend-Entwicklung herausgreifen und das Software-Projekt. Das heißt, einerseits den Entwicklungsfokus auf konkrete Projekte, auch hier Learning by Doing. Das sind natürlich häufig Software-Projekte, die dann die Leute, die das machen, aus den Unternehmen schon mit einbringen, insofern man da eine gute Synergie hat in die Praxis. Und über Wahlpflichtmodule, die State-of-the-Art sind, wie jetzt Distributed Ledger, Technologies, Big Data Technologien oder eben auch hier wieder das Internet der Dinge, wird hier natürlich nochmal die Möglichkeit gegeben, auch ein gutes Profil zu entwickeln. Ne? Wunderbar, gehen wir nochmal weiter. Das ist im Prinzip das Gleiche, das können wir jetzt überspringen. Auch da sind wir gut aufgestellt. Der Martin Schmollinger ist hier eigentlich der Studiendekan, den habe ich heute vertreten. Ich bin da nur der zweite Mann, wenn man so will. Der beste Mann für das Ganze ist tatsächlich ja der Martin. Ne? Also wenn es da Fragen gibt, dann gerne direkt auf ihn zugehen. Ne? Wunderbar, dann sind wir damit auch schon durch und kommen noch zum Abschluss auf das Thema Promotion. Jetzt haben wir ja die ganze akademische Karriere durchlaufen. Ne? Wir haben den Bachelor, wir haben quasi dann den Master gemacht. Jetzt wollen wir vielleicht noch einen Doktortitel. Das kann man auch hier machen. Wir haben aktuell ca. 30 Doktoranden am Hermann-Hollerith-Zentrum. Wie läuft sowas ab? Gehen wir nochmal eine Slide weiter. Im Prinzip ist es so, dass wir permanent Promotionsplätze anbieten. Das hängt ein bisschen von der Projektlage ab. Wir haben sehr viele Drittmittelprojekte.
Da ist natürlich wichtig, auch frühzeitig nach einem Professor hier zu schauen, bei dem man sich dann vorstellen kann, auch eine Promotion anzustreben. Es gibt dann auch in der Promotionsphase ein umfangreiches Studienprogramm, zum Beispiel zu Fragestellungen, wie mache ich eine systematische Literaturanalyse, was heißt eigentlich Design Science Research, es gibt so quantitative Forschungsmethoden. Und dann wird man typischerweise auch einem Forschungsprojekt zugeordnet. Das heißt, es gibt konkrete Forschungsprojekte, wo wir hier mit Unternehmen, aber auch mit Kommunen, öffentlichen Einrichtungen Forschung betreiben, ne? Und insofern wir dann eben auch ein breites Portfolio unterschiedlicher Universitätspartner haben, mit denen wir das machen. Das heißt, die Promotion selbst läuft dann bei einem Unipartner ab und da gibt es so ein paar klassische Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Wenn du nochmal eine Slide weitergehst, kommen die dann auch. Das heißt, die Universität Stuttgart natürlich, mit denen zusammen haben wir auch ein kooperatives Promotionskolleg. Das heißt, immer sehr viele Promoventen, die in Stuttgart an der Uni unterwegs sind. Genauso mit der Universität Rostock, wo es auch eine substanzielle institutionelle Zusammenarbeit gibt. Wir haben auch langjährig schon Doktoranden an der UWS in Glasgow, mit denen wir kooperieren, ne? Und letzten Endes jetzt eher für den Executive-Bereich dann die Glasgow Caledonian University, die bietet ein sehr gutes DBA-Programm an, also ein Doctorate Business Administration Programm. Das ist eher wieder auch was für Leute, die sagen, ich will berufsbegleitend promovieren. Da ist die GCU sicherlich auch top und top Ratings. Das heißt auch noch eine Top-Promotion, die man dann auch als Industriepromotion berufsbegleitend umsetzen kann, ne? Wenn Sie das interessiert, kommen Sie gerne auf mich zu. Das ist, wie gesagt, natürlich immer eine Frage des Themas, eine Frage des Profs und am Schluss auch eine Frage der Gestaltung. Es ist ein großer Unterschied, ob ich dann eine Industriepromotion mache oder ob ich als Mitarbeiter hier am HHZ promoviere oder eben auf einem konkreten Forschungsprojekt oder als Stipendiat. Da gibt es, wie gesagt, verschiedene Formate, die man sich erstmal angucken muss und auch schauen muss, passt es dann zu meinem Thema, passt der Betreuer, passt auch die Uni und passt die Art und Weise, wie man so eine Promotion gestaltet. Da muss sehr viel individuell auch gestaltet werden, ne? Gut, dann sind wir da auch durch und können natürlich weitere Informationen bei uns auf der Website finden oder jetzt eben dann auch aus erster Hand, also von den Studierenden dann zu hören, wie die das eigentlich finden. Und dafür haben wir auch schon Breakout-Sessions angelegt. Wir beide, der Christian Decker und ich, wir bleiben hier zentral. Ja? Das heißt, falls es Fragen gibt an uns als Professor, dann gerne hier mit reinkommen. Und wie so die Gruppen aussehen und wer in welcher Gruppe ist, das erklärt jetzt der Christian Decker. Ja, besten Dank. Auch besten Dank für die tollen Ausführungen. Ich denke, wir haben einen Schnelldurchlauf durch die Programme gemacht. Das sollte jetzt eigentlich nur als so eine Art Ankerpunkt mal dienen. Und sicherlich die eine oder andere Frage kommt auf und die wollen wir dann direkt mit den Experten klären und dafür haben wir Breakout Rooms eingerichtet. Es gibt insgesamt 3 Breakout Rooms. Es gibt einen für den Bachelor Digital Business, es gibt einen für den Master Digital Business Engineering und es gibt einen für den Master Digital Business Management. So, und ich sehe gerade in dem Breakout Room für Digital Business Engineering, da sind die Studenten, die Sie vorhin kennengelernt haben, die Ihnen das HHZ vorgestellt haben, schon mal eingetreten. Da können Sie also dann dazugehen und sich mit denen unterhalten, auch unbequeme Fragen stellen. Ne? Das ist durchaus erlaubt. Und genauso können Sie das auch machen mit den entsprechenden anderen Breakout Rooms. Und es ist so eingestellt, dass Sie selber die Wahl treffen können, in welchen Breakout-Room Sie gehen. Sollten Sie mal ein technisches Problem haben, zum Beispiel, weil Sie über einen Web-Client zum Beispiel eingeloggt sind, dann geben Sie mir ganz kurz in dem Chat Bescheid und dann kann ich Sie dann den Breakout-Room zuordnen. Okay, gut. Und an dieser Stelle würde ich dann auch das Gespräch quasi die Breakout-Rooms verlagern wollen und die Aufzeichnung hier dann auch stoppen.